Hey, liebe Plattenfreunde, hallo, Guidos Plattenkiste. Ja, ich freue mich wieder mal, ein kleines Video zu machen. Hier aus meiner Plattenwaschanlage live dabei. Ne? Ist natürlich ein tolles Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich wirklich happy drüber, das zu haben. Macht die Sache wesentlich einfacher. Ist natürlich immer noch eine Mordsarbeit, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ist aber der Stückzahl geschuldet. Ne? Da kommt man schwer gegen an, das alles irgendwie zu machen oder irgendwie sowas. Ne? Aber nichtsdestotrotz will ich mich hier gar nicht beklagen. Schönes Teil, seitdem ich das habe, ist doch meine Plattenanlage hier gut in Betrieb. Ich habe, weiß ich jetzt nicht so genau, aber kann ich mir einschätzen. Ich schätze, ein paar hundert habe ich schon irgendwie jetzt gewaschen. Und finde es natürlich super. Freue mich darüber. Endlich schöne saubere Platten. Jawohl. Und natürlich schöne neue saubere Platten, weil leider sind die neuen ja gar nicht immer sauber. Das kommt ja noch irgendwie dazu. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, meine alten sind sauberer als die neuen. Ne? Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Leute, ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ich habe zwei neue schöne Platten, die ich mit ganz gerne einmal mit euch hier teilen wollte. Zwei seht ihr gerade mehr oder weniger hier. Wahrscheinlich habt ihr es bei Dirk auch schon im Hintergrund irgendwie so drödeln gehört. Bei mir läuft sie auch sehr, sehr gerne. Hoch und runter würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist natürlich schon eine Platte, die ich wirklich auch sehr abfeiere, zumal ich sie auch in der Vergangenheit, zumindest in CD-Form, sehr oft gespielt und gehört habe und auch tatsächlich aufgelegt habe beim CSD Oldenburg zum Beispiel auf dem Wagen. Da musste man solche Sachen spielen. Wir reden hier von Der dritte Raum. Ich weiß von dem Bandhintergrund jetzt gar nicht so viel. Kommen sie jetzt direkt aus dem Osten oder irgendwie so? Das weiß ich jetzt wirklich nicht ganz genau. Ist aber, glaube ich, schon... Ja, bevor ich das wieder irgendwie einen erzähle, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Band aus der ehemaligen DDR, die natürlich zum Zeitpunkt der Wende hier Fuß gefasst hat, richtig geil. Und hat halt wirklich 2, 3, 4, 5... legendäre Scheiben rausgebracht. Ich habe mir gekauft einmal das neue Release, das Re-Release 2024, neu abgemischt und alles von Harthaus, Wellenbad von Der dritte Raum. Das ist dieses wunderschöne Doppel-LPchen. Es gibt auch noch die Raumpatrouille. Raumgleiter, nicht die Raumpatrouille. Raumpatrouille war mit einem Film, ne? Serie. Raumgleiter. Die ich eigentlich auch noch haben möchte. Ich habe es irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich wieder leiten lassen von der Kohle oder irgendwie so. Ich mir gedacht, okay, 35. Ich nehme jetzt eine, die ich gerne gehört habe. Es waren die Wellenberg damals. Aber jetzt, wo ich sie gehört habe und auch des Öfteren schon angemacht habe, sie knallt einfach echt total mit einem so extrem geilen Sound und der Groove ist einfach super und sie nimmt einen einfach mit, lädt ein zum Tanzen und zum Schwingen. Bin ich jetzt mittlerweile schon wieder so weit, dass ich mir gesagt habe, okay, eigentlich muss ich Raumgleiter auch noch haben. Ne? Gibt es auch noch immer zu haben, ich glaube bei HVV oder irgendwie sowas in der Richtung ist sie, glaube ich, noch da. Merkwürdigerweise, weil alle auf 300 Stück limitiert, ich glaube, das haut irgendwie nicht ganz hin, ich glaube, da haben sie es auch ein bisschen bemogelt. Weiß ich aber auch nicht, ganz genau, will da nichts erzählen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich so schwer verkauft, weil das ist wirklich legendär, wenn man eine Elektromucke und so ein bisschen gerade die Anfänge der Techno-Hausmusik miterlebt hat, dann kam man eigentlich um Der dritte Raum damals nicht drumherum. Ich habe irgendwie so ein, zwei Maxi-Versionen hier von irgendwas vom dritten Raum. Da freue ich mich einfach total drüber. Ist einfach wirklich ein grandioses Album, welches wirklich auch ein wunderbarer Boxentester ist, wenn man das eben mal so will. Haut wirklich rein in einer wunderschönen Pressung. Das ist dieses komische, wie nennt man das? Blau gesprenkeltes, schwierig zu sagen, wie das Ganze jetzt heißt. Ich glaube, da gibt es irgendwie so einen bestimmten Namen für, den habe ich natürlich nicht im Kopf. Sind auf 180 Gramm schön gepresst, also wirklich eigentlich nichts mit. Ich hätte sie auch, glaube ich, gar nicht waschen müssen, weil die habe sie angemacht gleich und war eigentlich wirklich grandios. Und bevor ich jetzt die Plattenwaschmaschine wieder anschmeiße, komme ich auch gleich zum zweiten Album, was ich mir noch mal einmal schnell bestellt habe. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt noch mal ganz schnell wieder rauskam. Und zwar Beyoncé. Beyoncé hat ja gerade zur Zeit ihr neues Album rauf. Ein bisschen Country-lastig, ist auch irgendwie nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die letzte, wie hieß sie noch, mit dem Pferdchen, ist ja auch hübsch, kostet aber irgendwie schweineviel Geld. Ich weiß gar nicht, warum die Platte so teuer ist. Wirklich, wird sehr, sehr hoch gehandelt, die Scheibe. Hier habe ich nochmal die Scheibe aus dem Jahre 2014 oder 15.
weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Wieder mal weiß ich es nicht ganz genau. Lemonade von Beyoncé. Und das ist das Ding hier. Ist eine wunderbare Doppel-LP mit einem fantastischen Booklet. Wirklich, was anderes kann man hier auch nicht sagen. Nochmal drin, vollgespickt mit wirklich schönen Bildern drin. Textinfos, also wirklich sehr hochwertig gemacht, das ganze Ding. Also da kann man echt nicht meckern, finde ich. Zu dem Preis hat, glaube ich, gekostet etwas über 30, 35 Euro. Kommt auf dieser wunderschönen quietschgelben Pressung. Ich mag es noch gar nicht so richtig rausholen hier, weil alles leider ungefüttert. Sieht aber echt schrill aus, finde ich. Passt auch wunderbar zu dem Albumtitel Lemonade. Und das ist natürlich auch eine Scheibe, die wirklich, ich finde sie persönlich echt ziemlich krass. Auch vollgepackt mit wunderbaren Leuten drauf, die das Ganze produziert und gefeatured haben. Ich weiß gar nicht, wer da alles mit bei ist. Könnte ich mal ganz kurz ablesen. Jack White hat hier mitgewirkt. The Weeknd hat hier mitgewirkt. James Blake, Kendrick Lamar. Ich glaube, es sind noch ein paar dazwischen gewesen, die hier irgendwie mitproduziert und gemacht haben und haben dieses wirklich fantastische Doppelalbum von Beyoncé ja, mitgestaltet, kann man letzten Endes sagen. Ne? Ich bin jetzt eigentlich gar nicht so der Pop-Fan, irgendwie sowas in der Richtung. Aber auch hier zeigt sich natürlich die Vielseitigkeit dieser fantastischen Künstlerin, dass es weit hinausgeht über ja, Popmusik, würde ich einfach mal behaupten. Es ist einfach auch einfach ein Kunstwerk. So muss ich das mal irgendwie sagen. Es ist ein Kunstwerk und macht einfach Spaß zu hören. Diese beiden Scheiben habe ich mir ganz aktuell jetzt in diesem Monat noch einmal geleistet und kam wieder eigentlich mal dazu, dass ich mir gesagt habe, Mensch, eigentlich will ich ja überhaupt gar nicht kaufen. Mache es natürlich immer wieder. Man kommt ja immer wieder in diesen Bereich rein, wo man sich sagt so, Mensch, da gibt es wieder was Tolles und da hat man wieder irgendwas gesehen oder gehört und das möchte ich natürlich irgendwie auch gerne haben und irgendwie sowas. Und oh, ja. So kommt man immer wieder zu diesem selben Thema irgendwie letzten Endes so, ne? Dass man so viele Platten doch eigentlich hat, wo man eigentlich gar nicht weiß, wie man damit weiterhin verfahren soll, irgendwie sowas. Ne? Ich mache jetzt zurzeit einfach mal eine ganze Menge sauber. Das ist ja schon mal was, finde ich, ne? Dass man, wenn man jetzt so viele Platten hat, dass man sie mal sauber macht und einfach mal schaut, was hat man denn da, wie fängt man damit an. Und deswegen auch nochmal jetzt hier die kurze Idee eigentlich von mir nochmal irgendwie sowas, nach dem Motto, aus der letzten Ecke. Ne? Schallplatten aus der letzten Ecke. Und das kann ich mit euch mal eben zusammen machen. Ist wahrscheinlich am allereinfachsten. Wir gehen einfach mal in meiner letzten Ecke und suchen einfach mal raus und gucken mal, was wir da so haben. Ich würde dann in diesem Zusammenhang natürlich weiter dann sortieren und schauen, dass ich es irgendwie anders verteile. So in dieser Richtung läuft das hier. Ja? Aber Titel des heutigen Videos, außer diese beiden Neuheiten, einmal Schallplatten aus der letzten Ecke. Ja, Plattenfreunde, ich bin da mal hier einmal in der äußersten Ecke irgendwie mich reingedrückt. Ist natürlich immer blöd, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das ja bei euch auch nicht anders. Meistens ist es ja immer so, dass alles das, was so ein bisschen weiter nach unten wandert oder weiter nach hinten wandert, aus den Augen ist und damit ja nicht unbedingt verloren, aber irgendwie, naja, aus den Augen halt. Ne? Und ich könnte jetzt einfach mal anfangen, und wir machen das mal so, wie ich das früher auch gemacht habe. Ich könnte jetzt einfach mal ein paar Scheiben hier rausziehen und wir schauen einfach mal, was wir irgendwie hier so haben. Ja, so habe ich es früher auch übrigens gemacht letzten Endes. Ne? Also ich habe tatsächlich, das war back to the roots hier irgendwie so, ich habe mich vom Regal gesetzt und habe gesagt, Mensch, was haben wir hier für Scheiben? Habe mal so 3-4 Stück rausgezogen. Und dann habe ich da irgendwie was ein bisschen zu gequatscht oder irgendwie so. War eigentlich im Prinzip auch ganz witzig. Der Nachteil, beziehungsweise das, was irgendwie auffällt, ist, man hat es wie so ein Magnet. Ne? Man kommt tatsächlich auch immer wieder zu denselben Ecken. Denn, ne? Und zieht manchmal auch selbst dieselben Scheiben raus. Ist schon echt verrückt. Ne? Ja, fangen wir einfach mal ein bisschen an, was ich hier habe. Und zwar habe ich hier eine Scheibe. New Improved Full Dimension Stereo Capitol Record. Lou Rawls heißt der gute Mann. He is the greatest blues singer's first on stage recording. Das ist diese gute Platte hier. Ist eine deutsche Pressung. Tatsächlich ist eine deutsche Pressung. Aber eben halt von Lou Rawls. Ein wunderbarer Blues-Soul-Sänger. Ich muss ein bisschen näher kommen, das kann man nicht sehen. Ne? Ich komme mir so ein bisschen vor hier wie Regina, die ist auch immer auf dem Boden. Ne? Lou Rawls, das ist das gute Ding hier. Und Lou Rawls, eigentlich ein fantastischer Blues-Soul-Sänger, hat eine sehr rauchige,
dunkle Stimme gehabt, so also sehr eingehende Stimme auf jeden Fall, und hat natürlich auch sehr früh angefangen, die großen Klassiker zu singen. Ne? Also ja, hier ist Stormy Monday mit drauf, Going to Chicago Blues, Tobacco Roads, I'm Going to Chicago Blues, habe ich gerade schon gesagt, ne? Southside Blues, World of Trouble. Ist jetzt nicht so, dass ich tatsächlich irgendwie sofort alle Titel zuordnen kann, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es eigentlich eine recht gute, ja, ich würde eher Blues Soul sagen, Blues Soul Scheibe ist, die eigentlich dementsprechend echt hörenswert ist. Das ist, wie gesagt, eine Scheibe hier von Capitol Records. Das Schöne bei meinen Platten ist, dass sie eigentlich auch alle in einem super Zustand ist. Da freue ich mich immer sehr drüber. Obwohl sie nicht gewaschen ist, glänzt sie wie verrückt. Hat man hier das original alte Inner Sleeve mit Dean Martin hier drauf und solche Geschichten. Also ich weiß jetzt nicht das Alter. Ich würde auch mal irgendwie sagen, so irgendwann so Ende 60 oder irgendwie sowas. Kann ich jetzt leider nicht allzu viel zu sagen. Ist aber mit Sicherheit eine interessante Platte. Und die kommt auf jeden Fall weiter vorne zum Blues Soul. Natürlich. Und nicht hier unten in der letzten Ecke. Ähnlich wie Randy Newman mit Sail Away. Und Randy Newmans Sail Away ist auch natürlich eine super klasse Platte dieses fantastischen Singer-Songwriter-Typen Randy Newman. Sail Away ist relativ alt, dürfte so die zweite oder dritte von ihm gewesen sein. Das ist eine Pressung hier von Reprise, dürfte auch das Original sein. Und auch die Platte sieht aus wie neu. Ist 1972 rausgekommen. Randy Newman, natürlich bekannt, vielen bekannt durch große Hits. Hat viel Filmmusik gemacht oder so. Die letzten Male hat man ihn tatsächlich immer gehört bei, zum Beispiel bei Toy Story. Ne? You've got a friend in me. Das war Randy Newman. Ne? Der hat viele, viele große Hits geschrieben. Hunderte an Hits geschrieben, der gute Mann. Und A Sail Away ist, glaube ich, auch eine seiner Platten, die viele, viele Titel von ihm auch tatsächlich haben. Also alle, glaube ich, alles von ihm geschrieben, aber von anderen Leuten auch vorher schon interpretiert. Also der hat unheimlich viel produziert und gemacht, beziehungsweise geschrieben für Leute, und die diese Lieder dann auch von ihm gespielt haben. Wirklich, oh Gott, viele, viele Leute. Also alle großen Namen haben, glaube ich, von Randy Newman Platten übernommen, gekauft. Ich weiß nicht, wie das so letzten Endes läuft in der Branche. Hat man dann als Songschreiber, hat man die Dinger verkauft wahrscheinlich. Ne? Und irgendwann hat er auch sie selber nochmal irgendwie mehr oder weniger vertont. Zum Beispiel auf diesem Album Sail Away. Und von Randy Newman habe ich auf jeden Fall mehrere Platten. Und die stehen nicht hier unten. Die stehen irgendwo da. Also warum das auch immer nach unten wandert, keine Ahnung. Nächste Platte, die ich habe, von Karussell, der Gold-Serie, The Best of a Golden Earring, meine super-duper-Truppe aus den Niederlanden. Ist eine recht frühe Scheibe aus dem Jahre 70 oder so, schätze ich mindestens, wenn nicht sogar noch ein bisschen eher, noch alles vor ihrer Radar-Love-Reihe, Ära, wollte ich gerade sagen. Das war ja der große Hit von Golden Earring gewesen, und den wird wahrscheinlich auch jeder kennen. Das ist hier noch ein bisschen früher, hier sind so Sachen drauf wie Buddy Joe, Black Home, The Walls of Dolls, Landing, Stand By Me. Ist das jetzt eine Cover-Version? Weiß ich nicht ganz genau. Ich muss ganz ehrlich gestehen, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, kann ich nicht genau sagen, wie das Ganze klingt oder wie das so ist. Ist auf jeden Fall eine schöne, schöne Scheibe von Golden Earring aus der Gold-Serie. Und ich vermute mal, wie sich es bei mir gehört, genau, die Platten sehen einfach lecker aus. Was anderes kann man dazu nicht sagen. In Niederland wird man sagen, echt lecker. Und das ist natürlich schön. Kein Schrott hier bei Guido, sondern nur gute Sachen. Und Golden Earring in der Zeit normalerweise irgendwo da oben. 70er, zweite Reihe von oben. Nicht hier unten. Ist schon blöd, ne? Wenn das alles so durcheinander ist. Ne? Ebenso wie Desmond Child and Rush. Nee, Rouge. Desmond Child and Rouge. Und Desmond Child ist ja auch, ich glaube, ein bekannter Produzent
gewesen, der unheimlich viele Sachen geschrieben hat. Ne? Unheimlich viel. Auch hier wieder Capitol Records. Echt lecker. Ganz, ganz tolles. Ganz, ganz toll. Nichts zu sehen. 79 gemacht, das ganze Ding. Der hatte, glaube ich, ein, zwei große Hits. Und ja, ich glaube, das war es denn bei ihm so ein bisschen. Und auch dann hat er sich verabschiedet und hat, glaube ich, nur noch produziert bzw. geschrieben für viele, viele Künstler wie Elton John und all sowas in der Richtung. Ne? Also der hat, glaube ich, schon ein recht bekanntes Standing, der Desmond Child and Rouge. Aber so ganz richtig zuordnen kann ich das momentan leider auch nicht mehr genau. Da müsste ich mal einmal reinhören. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass diese Platte auch hier unten so ein bisschen verloren ist. Ne? Hier könnte dann eher sowas stehen wie, weiß nicht, Elvis und so diese ganzen Geschichten oder so. Ne? Ähnlich wie das hier. Ne? Das ist eigentlich auch echt viel zu schade. Thin Lizzy mit Fighting. Ne? Also auch eine recht schöne frühe hier von Phonogramm, deutsche Pressung rausgekommen. Weiß ich jetzt lauter. 75 rausgekommen. Phil Lynott das ganze Ding hier produziert. Ich glaube, das war eine der Scheiben, wo viele Leute auch bei Thin Lizzy mitgearbeitet haben. Gary Moore hier noch nicht mit dabei, der kam erst später drauf. Aber hier ist auf jeden Fall das berühmte Wild One oder der Freedom Song von Thin Lizzy drauf. Und eine Platte, die einfach echt viel zu schade ist, dass sie hier unten stehen. Ne? Das grüne Virgin-Label und auch diese Scheibe, bis auf ein paar kleine Hairlines, die man so im Lichtschatten sieht, ist sie einfach echt in einer wunderschönen Qualität. Und eine schöne alte Hardrock-Scheibe, ja, kann man so sagen, ne? Früher Hardrock, Thin Lizzy, immer super eigentlich, irgendwie so Fighting. Gehört mit Sicherheit nicht hier unten hin, sondern da oben. Da sind nämlich meine Hard and Heavy Scheiben. Ja, das ist irgendwie echt doof. Das muss man echt mal alles machen. Das Doofe ist, wenn ich die jetzt da oben hinstelle, habe ich irgendwann da oben wieder viel zu viel und hier unten viel zu wenig. Das ist immer genau das Problem, was ich habe. Ne? Ja, und hier geht es gleich weiter mit richtig geilen Heavy Metal und zwar Thunderhead. Die habe ich aber tatsächlich noch erst vor kurzem gespielt, tatsächlich. Ja, die habe ich nämlich in meinem Zuge meiner Auflegegeschichte hier zu dem Stream, den Heavy Metal Stream, habe ich Thunderhead gespielt. Und warum die jetzt da nach unten gewandert ist, das ist ja echt schon wieder echt schräg. Aber Thunderhead natürlich hier von Intercord auch das Debütalbum der Band. Ist eine deutsche Band. Kommen, glaube ich, aus Hannover. Kommen die auch aus Hannover? Und die haben auch dieses wunderschöne Cover hier, was ja auch eigentlich wäre ja auch mal was gewesen für, wie hieß das Ding nochmal? Diese Cover-Wettbewerb, den wir da mal hatten, ne? Den der gute Tobi mal irgendwie gemacht hatte. Wie hieß denn das nochmal? Vinyl by Cover oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Wäre irgendwie schön gewesen. Auch hier nochmal so ein schönes Informationsblatt damit bei. Hier steht eine Menge drauf, kann ich gleich ablesen. Hannover, tatsächlich. Thunderhead, Hannover. Ein englischer Sänger ist dabei und das merkt man auch auf jeden Fall, weil das macht diese Platte auch aus. Behind the Eight Ball, die hat nämlich tatsächlich einen sehr starken Sänger und das ist wirklich guter Heavy Metal Hard Rock. Ja, eigentlich würde ich Heavy Metal schon bezeichnen, der wirklich nach vorne geht und sie haben einfach echt diesen großartigen Sänger damit bei und das macht das Ganze, glaube ich, auch wirklich sehr interessant bei dieser Band. Wirklich klasse. Also Thunderhead gehört auch mit Sicherheit nicht hier unten rein, sondern echt da oben. Also das ist echt ein bisschen blöd. Ne? Nehmen wir mal gleich den nächsten Stapel hier. Ich sehe gerade hier, ja, das sind echt alles so. Scheiße, echt, das geht nicht. Das geht nicht. New Bird. Ja, auch eine schöne Geschichte hier. Schönes Cover, finde ich. Geiler Funk and Soul. Auch sehr früh. Amerikanische Pressung hier. 1977,
So, dementsprechend sieht sie auch aus. Altes, aber noch das Original Warner Sheet hier irgendwie. Ach Quatsch, Sleeve. Das ist natürlich auch schön. Alles auch noch hier in der. Das ist super. Muss man echt mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt oder so. Ist natürlich klasse. Ist 76 von Warner Brothers. Das ist das Original. Auch die Platte ist echt nichts mit. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz groß. Upsala. Wirklich ganz klasse. Freut mich sehr, dass die alle in diesem super Zustand hier bei mir sind. Geile Scheibe, wirklich. Und Funk and Soul, beziehungsweise, ja, Funk and Soul, definitiv nicht hier unten, sondern ganz hinten, dritte Schublade, jetzt fast gesagt. Ne? Seht euch dieses geile Cover an. Ist das nicht schon mal alleine? Das ist schon echt sehr, sehr cool. New Bird 77, Nummer 2, Feature Leslie Wilson, Behold the Mighty Army heißt die Scheibe. Großartig. Auch das darf nicht da stehen. Na, jetzt wird es mal ganz spannend. Das ist mit Sicherheit, also Medusa. Ich hätte jetzt mal Medusa X-rated. Ne? Also ich hätte jetzt gesagt gehabt, Medusa ist auch eine Heavy-Metal-Kombo. Es gibt eine Metal-Kombo, die heißt Medusa. Und sie sehen auch ein bisschen danach aus, ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch so ist. Kann ich jetzt ganz schwer sagen, weil wenn ich hier Catherine Halzer macht hier die Gitarre, Mona Halverson, Bashiri Geibro und Wenke Siemensen an den Drums, klingt für mich erstmal überhaupt nicht nach Heavy Metal. Irgendwie so, ist ganz schwer zuzuordnen. Tut mir leid, da kann ich jetzt wirklich überhaupt nichts zu sagen. Sieht sehr spannend aus. Medusa X-Rated. Das muss ich mir auf jeden Fall mal beiseite legen und da mal gleich reinhören, was das denn noch wieder genau ist. Ja, das ist echt ein bisschen blöd. Ach, warte mal, hier steht noch was drin. Auch so ein wunderschönes Inner. Oslo. Norwegen. Okay, könnte doch ein bisschen knackiger sein, denn für eine norwegische Truppe, das könnte doch sein. Die sind da doch schon immer ein bisschen knackiger angehaucht. Und auch hier schaue ich mal ganz schnell nach dem Zustand der Platte. Und auch die würde ich, ja, ich würde sie als fast ungespielt bezeichnen. Da ist für mich, so, ich kann es wunderschön sehen hier in dem Licht, nichts zu erkennen. Auch das Cover sieht sehr gut aus. Ja, es ist genau das, was ich meine. Da bin ich natürlich auch, da bin ich auch echt doof, ne? Weil man holt sich diese Sachen irgendwann und fängt an, denn meistens holt man sich dann mehr und dann kommt man vielleicht gar nicht so richtig dazu, sie sich irgendwie alle anzuhören. Ne? Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ne? Ähnlich wie hier The Grey Slicks, ne? Grace Slicks ist ja die Sängerin von wie heißen die nochmal? White Rabbit. Mein Gott, steht sie irgendwo drauf? Scheiße. Ich bin wieder so. Sag mal. Berühmte Sängerin, wisst ihr selber auch, ne? Drogen, Exzesse, 60er, 68er Jahre, Jefferson Airplane. Jefferson Airplane und Jefferson Starship. Und wo hat sie noch mitgemacht? Noch so ein paar Projekte. Hat ja viele Projekte gemacht. Unter anderem auch Grace Slicks, ihre Solo-Geschichten. Und das ist das Debüt der Solo-Geschichte, glaube ich, Manhole aus den Jahren 73 von Grunt Records, eine italienische Pressung habe ich hier. Super, ganz, ganz klasse Künstlerin. Steht hier unten einfach nur so rum. Ne? Goddess of Fortune, ja, das hier auch wieder. Ne? Das ist George Harrison produziertes Zeugs aus seiner Phase mit indischen Musikern. Echt, das hier, guckt euch das an. Da ist außer ein Handvoll leichter Staub, ist das Ding einfach echt
in einem wunderbaren Zustand. Das geht nicht, ne? Und ja, musikalisch gesehen auf jeden Fall sehr interessant, weil, wie gesagt, alles indische Künstler, die hier mit leicht funkigen, ambientartigen Sound eine recht gute Platte hingelegt haben. Die Platte selber ist aus dem Jahre, habe ich jetzt hier leider nicht ganz genau stehen. Produziert von George Harrison, Ken Scott, recorded in England. Musiker habe ich jetzt leider nicht auf dem Schirm, wie sie alle heißen, aber durchweg, glaube ich, indische Musiker mit indischen Instrumenten gespielte meditative, dance-artige, funkige Einflüsse, alles irgendwie mit drauf. Obwohl George Harrison, ja, würde ich jetzt wahrscheinlich auch eher in die 70er-Jahre-Ecke da oben hin machen, beziehungsweise eventuell in die Weltmusikgeschichte. Das dürfte dann da irgendwo sein. Ne? Da kriege ich auch mit Sicherheit eine Menge zusammen, was Weltmusik angeht. Ne? Split Ends, Time and Tide. Split Ends. Und das ist eine New Wave-ige, rockige Band aus Neuseeland. Jawohl. Und das ist eine 82er Pressung von Mushroom und die kommt aus Holland. Genau, aus Holland. Eigentlich recht schön gemacht. Leider hier schon ein bisschen Ringwear, auch hier abgedingst da vom wahrscheinlich mal irgendwann ein bisschen Feuchtigkeit gezogen oder sowas. Musikalisch sind wir da, glaube ich, eher so ein bisschen in dem New Waving Bereich, aber auch hier echt top. Ne? A&M Records, das Standard-Label. Ein bisschen harter Sleeve. 82 habe ich schon gesagt. Ne? Steht auch sonst nicht allzu viel drauf. Tim Finn, Neil Finn, also zwei Brüder, Nigel Giggs und Eddie Rayner, beziehungsweise Noel Crombie, kenne ich eigentlich keinen. Recorded in Sydney, Australia, habe ich also recht gehabt mit Neuseeland. Müsste man auch mal reinhören. Kann ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, was die jetzt genau für Mucke machen. Ist interessant auf jeden Fall. Ne? Und hier habe ich jetzt Invisible Limits and Concussion State. Und Invisible Limits ist so New Wave Zeugs. Und die waren, glaube ich, relativ bekannt aus der Zeit, als man viel, viel New Wave gespielt hat. Und ich sehe nur gerade drauf, hier gibt es auch einige Coverversionen, zum Beispiel Love Will Tear Us Apart von, wie heißen sie noch? D mit D. Scheiße. Mann, die Band überhaupt. Love Will Tear Us Apart Again. Mann, kann ja nicht wahr sein. Wo ist was? Mein Gehirn setzt aus. Komme ich jetzt nicht drauf. Ich glaube, die waren ganz gut dabei und waren auch richtig oft auf Tour hier, muss man ganz ehrlich sagen. Also große Tour hier gewesen. Conscious State. Mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Tut mir leid, dass ich das so hier dahin sülze. Pop Factory, Küchenmeister, All Tracks Written by Küchenmeister. Old Tracks Written by Küchenmeister, aber Love Will Tear Us Apart war doch von Joy Division. Genau, Joy Division. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Oder sind das Mitglieder von Joy Division? Nee, so, was verstehe ich jetzt nicht so ganz genau. Weiß das vielleicht gerade jemand? Bin jetzt so ein bisschen rough trade. Pineapple. Ich habe auch kein Datum jetzt hier drauf. Nee, da war hier auch wieder ein Sheet drin. Ja, das ist natürlich immer schön, ob irgendwas rausgeschnitten ist hier. Aha. Oh, die haben tatsächlich mehrere Platten gehabt. Steht hier nichts drauf. Invisible Limits. Ja, die haben 1, 2, 3, 4 Scheiben gehabt. Weiß ich nicht. Sieht auch ein bisschen danach aus. Aber ist, glaube ich, jetzt, also hat mit Joy Division jetzt in dem Sinn, glaube ich, jetzt mitgliedermäßig, glaube ich, nicht viel mit zu tun. Kann ich mir nicht vorstellen. Wüsste ich wahrscheinlich auch irgendwie sonst so, aber müsste man mal reinhören. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ne? Pop, das Pop-Label Factory, Invisible Limits,
keine Ahnung. Wirklich mal rein. Auf jeden Fall New Wave. Und New Wave steht da. Ja. Auch eine geile Scheibe hier. The Tourist, ne? Reality Effect. Und The Tourist ist niemand anderes als im Prinzip Eurythmics in früher. Weil das ist eine Scheibe aus dem Jahre 79 mit Ann Lennox an den Lead Vocals und Dave Stewart spielt hier die elektrische Gitarre. Ebenso Pete Combes macht noch ein bisschen Elektrik und Strings. Und Eddie Chin spielt den Bass. Und Jim Do It To Me macht die Drums. Also hier kannst du auch noch ein bisschen sehen, Annie. Und ja, da ist Dave Stewart. Ich weiß nicht, ob man das so sehen könnte oder so. Also alles noch vor der Eurythmics-Zeit. Ich glaube, Tourists haben 2 oder 3 Scheiben rausgebracht. Und dann ging es wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen in die Hose, warum auch immer das denn so ist in dem Augenblick. Und daraufhin haben sich dann, ich glaube, Anfang der 80er müsste so, weiß ich nicht genau, 81 oder irgendwie so gewesen sein, Eurythmics gegründet. Und auch hier, ich mach's bald gar nicht mehr sagen, aber die Scheibe sieht super geil aus. Logo 79, also klasse. Und da muss ich auch unbedingt mal reinhören. Ich meinte, die war auch gar nicht so schlecht. Hier ist leider das, leider hat sich's hier ein bisschen vom Cover gelöst. Da muss man mal ein bisschen mit Kleber ran, aber kriegt man auch noch irgendwie hin, ne? So, und dann habe ich jetzt hier nochmal Damaris Joy with Compliments. Damaris Joy. Und schwierig jetzt zu sagen, ne? Deutsche Texte sehe ich hier gerade. Die Frage, you're the future and the past, ich bin froh, with compliments, miracles. Also von der Band her sieht es so leicht angerockt aus. Damaris Joy, Lord Records. Ah, Lord Records, sagt mir jetzt doch wieder ein bisschen was. Weil Lord Records ist tatsächlich ein christliches Label. 84, Lord Records, a division of Schulte und Gerd in Aslar. Ja, alles klar. Das ist eine christliche Band in Siegen. Recorded bei DJ Soundlabs in Siegen. Und es gibt so 2, 3 christliche Rockmusik-Bands, mehr oder weniger, die, naja, eigentlich jetzt gar nicht so schlecht sind. Und ich glaube, Damaris Joy gehörte da irgendwie mit zu. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht so bevorzugt sagen, oh Mann, lass uns doch mal ein bisschen christliche Rockmusik hören. Würde ich jetzt auch nicht so unbedingt machen. Ja, das kann natürlich jetzt so endlos weitergehen, ne? Ich muss auf jeden Fall definitiv da was machen. Da komme ich nicht drum herum. Und diese Haltung hier unten auf dem Fußboden, damit komme ich gar nicht klar, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, ich höre es mal auf. Leute, ne, also ihr merkt schon, man hat doch sehr viele Platten irgendwo rumfliegen, immer in den letzten Ecken, die fast überhaupt nicht mehr irgendwie zur Geltung kommen. Und da mag auch die eine oder andere durchaus schöne Platte zwischen sein. Die interessante, siehe zum Beispiel die Thunderhead oder von mir aus auch die Tourists. Ne, also an sich eine geile Scheibe. Und ja, schauen wir doch mal einfach, was das so genau ist. Ich würde die jetzt tatsächlich einmal gucken, waschen, ja. Boah, ne, mache ich nicht. Ne? Wenn die so aussehen, würde ich die erstmal auch nicht waschen, sondern ich würde die jetzt einfach mal irgendwie da hinten irgendwo versuchen einzuordnen, beziehungsweise da, wo sie wahrscheinlich hingehören. Ne? Und dann muss ich mal irgendwie doch einen Stapel mehr da unten rausnehmen und irgendwie, keine Ahnung, was ich da unten hinstellen, um dann wieder was woanders hinzustellen. Und so in dieser Richtung muss das irgendwie gehen. Ne? Ist ziemlich anstrengend, so diese Durchsortiererei, wenn man das irgendwie nie so richtig gemacht hat und da keinen Hand und Fuß drin hat. Obwohl das auch nicht so wirklich stimmt, weil ein bisschen Hand und Fuß habe ich da drin. Auch wenn man das nicht so richtig glauben mag. Leute, ich gebe jetzt erstmal auf. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen schauen können. Schaut mal in eure eigenen Reihen nach, was ihr da so alles an kleinen Schätzen habt. Ich weiß, da steht eine ganze Menge rum. Und ja, die sollten auch mal ruhig gehört werden, finde ich. Ne? Es ist eigentlich ein bisschen traurig, dass man den neuen Sachen so hinterherjagt. Auch wenn es schöne Sachen natürlich sind. Und natürlich gibt es noch mehr tolle, schöne Platten, die man immer haben möchte. Aber auch in den eigenen Reihen
gibt es doch die ein oder andere richtig tolle Platte. Und das freut mich immer ganz besonders. In dem Sinne höre ich jetzt einfach mal auf. Leute, lasst es euch gut gehen. Hört eure schöne Musik aus den letzten Reihen. Genießt es und lasst uns alle den Frühling feiern. Bis bald.